Guten Abend allerseits. Hallo. Also in meinen kühnsten Träumen hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich einmal im Musical Heidi mitspielen würde. Nein, keine Angst, ich spiele nicht die Heidi. Ich spiele den Bankier Sesemann. Uwe Kröger spielt übrigens den Großvater. Auch nicht schlecht. Jetzt zur Frage. Vor 50 Jahren gab es im kalifornischen Oakland ein Endspiel der amerikanischen Football-Liga. Und dieses Endspiel ging in die Sportgeschichte der Amerikaner als Heidi-Game ein. Warum? Warum? Das ist die Frage. Können Sie sich vorstellen, Uwe Kröger als Almöhi? Und er spielt den Sensenmann? Sesemann! Das ist der Bankier Sesemann, der Vater von der Freundin. Wo kommt der vor? Das war Hundam, ne? Ja, okay, aber was ist das Heidi-Game? Also ein Spiel in kalifornischen Oakland vor fast 50 Jahren. Vor fast 50 Jahren? Vor fast 50 Jahren, genau. Also American Football, Kalifornien, Oakland, Heidi-Game. Na, das war so fad, dass alle eingeschlafen sind. Aber was hat das mit Heidi zu tun? Heidi-Game. Also die Heidi-Game. Großartig. Also jetzt sagen wir prinzipiell so, wir reden ja von einem Endspiel, oder? Wir reden von einem Endspiel, Reden von der Super Bowl. Bei der Super Bowl, glaube ich... Es war ein American Football Spiel, also ob es ein Endspiel, also quasi, das geht jetzt aus der Fragestellung des Herrn Heider nicht davor. Aber sag mal, trotzdem wissen wir, ein American Football Spiel hat auch gewisse Bedeutung. Absolut. Das ist so wie, du wirst das kennen, ne? Austria gegen Rapid, wo dann Austria... Was? Was denn? Jetzt habe ich mich versprochen. Ja. Ich wollte nur ausprobieren, ob der Rudler genauso auszucken kann wie der Ballfrader. Aber vielleicht waren in der einen Mannschaft. Vorher sagen können, nein. Aber vielleicht waren in der einen Mannschaft überwiegend Spieler mit deutschem Migrationshintergrund. Ja. Schweizer. Oder zumindest. Oder Schweizer. Oder, ja. Entschuldigung, Schweizer. Ja. Nein, die haben einen Trick. Einer. Jetzt und die haben gewonnen. Ja. Die eine Mannschaft hat, während die sind immer Angriff und Verteidigung, nicht beim Football. Ja. Und während eine Mannschaft angegriffen hat, haben die zur Ablenkung der angreifenden Spieler eine unfassbar attraktive Frau namens Heidi in sehr aufreizender Kleidung quer übers Spielfeld geschickt. Mhm. Und gesagt, hallo, ich bin die Heidi. Hallo. Boom, und ist er schon gelegen, ne? Oh, ich mag das, wenn du so realistische Antworten gibst. Vielleicht haben sie damals eine Fernsehsendung erfunden, America's Next Football Player. Aha. Und die Klum ist in der Jury gesessen. Vor 50 Jahren. Ja. Das wird's gewesen sein. Ja, aber der Kollege hat gerade in die richtige Richtung gezielt, nämlich ein Trickspielzug, ein spezieller Trickspielzug. Ja. Der von den Oakland Raiders oder den anderen, die du nicht weißt, weil es nicht draufsteht, oder? Was weiß ich nicht. Die Gegner der Oakland Raiders. Nein, das kann ich dir genau sagen. Die Oakland Raiders und die New York Jets. Ah, okay. Ja. Und einer davon, also eine Mannschaft davon, haben einen Trickspielzug gemacht, einen ganz raffinierten. Ja. Der aus irgendwelchen Gründen Assoziationen an die Schweizer Bergwelt und die Heidi. Ich glaube, dass bei den New York Jets ein Kicker gespielt hat, der aus der Schweiz gekommen ist, weil ich weiß, dass sie beim American Football oft europäische Fußballer holen. Toni Fritsch. Toni Fritsch, weil die von vornherein besser kicken können, die stärkeren Füße haben, stärkere Oberschenkel und auch zielen können mit den Eiern. Ja. Und dementsprechend... Können mit die Eier zielen, solche nehmen das gern. Ja. Gott sei Dank. Ich glaube, das merkt keiner. Aber schau mal, vor 50 Jahren. Gut, wir gehen davon aus, okay, das Ganze ist auch im Fernsehen übertragen worden. Ja, okay, gut. Vor 50 Jahren ist man quasi mit dem Sendeablauf. Vor 50 Jahren hat es noch kein Babyschwimmen gegeben. Nein, aber da ist man mit dem Ablauf einer Fernsehsendung anders umgegangen. Und da könntet ihr die richtige Antwort finden. Jetzt habe ich euch sehr viel geholfen. Die Pausen haben es Heidi gespielt, oder was? Die Pause, was ist denn das Spannende bei dem Footballspiel? Pause. Wie es ausgeht. Also. Wie es ausgeht, ja. Mhm. Und das Ergebnis war, 40 zu Heidi, oder was?
Okay, jetzt habe ich euch so viel geholfen, aber ihr springt auf den Zug nicht auf. Fragen wir doch einfach den lieben Alfons Haider, den Herrn Bankier Sesemann. Heidi Haider. Es war 2 Minuten vor Spielschluss, als den Oakland Raiders mit 2 Touchdowns die Trendumkehr gelang und sie sogar noch gewonnen haben. Aber der Sender NBC, der amerikaweit ausgestrahlt hat, war der Meinung, um 7 PM startet der neue Heidi-Film. Das heißt, niemand wusste, wer die Partie gewonnen hat. Ein Aufschrei, eine Revolution durch die Sportwelt. Und der Programmchef von NBC musste sich öffentlich für dieses Desaster entschuldigen. Tja, das war's, das Heidi-Game. Yes. Das Heidi-Game. Aber ich habe euch wirklich geholfen. Ja. Das hätte es aufnehmen können. Danke. So. Also.